Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Jetzt lesen wir, das ist Psalm, steht auch hier in der Bibel, 118, Sprüche 22 und 23, ja. Jetzt lesen wir aus der Psalm 118, 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ja? Dann 23. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. So, wir werden wieder zurückgreifen auf diese Sprüche. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Ja? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Achtung, jetzt kommt Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt. Vers 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber fällt, den wird er zermalmen. Und wer auf diesen Stein fällt, also wenn man auf den Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, auf wen der Stein aber auch fällt, den wird er zermalmen. Ja? Und als die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Okay, das war das mal vorerst. Jetzt gehen wir über. So, also die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester wussten, dass sie gemeint sind und wollten ihn gefangen nehmen, aber hatten Angst vor dem Volk, weil das Volk hielt ihn ja für einen Propheten. Ja? Und ich sage jetzt, dass mit diesem Stein ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint. Ja? Und wir machen jetzt eine Beweisführung. Das wird jetzt folgendermaßen vorgehen. Der Stein, Hasha wa Kella, kann nicht Hazreti Isa, Jesus sein.
Weil die Christen behaupten ja, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes auf Erden. Also kann es nicht sein. Und dass Jesus das nicht sein kann, merkt man auch aus dem Kontext. Deswegen lese ich jetzt auch den gesamten Kontext, weil da gibt es immer Kritiker, die sagen, ihr reißt immer Verse aus dem Kontext. Und ich will ihnen beweisen, dass es nicht der Fall ist. So, aus dem Kontext geht auch hervor, dass Jesus a.s. dies nicht sein kann. So, weil die Christen sagen, der Stein, damit ist Jesus gemeint, ja? Und wir werden jetzt mal weiter analysieren, ob mit dem Stein Jesus a.s. gemeint ist. So, zweitens, Behauptung, Juden haben Jesus umgebracht. Wo ist es geblieben, dass sie unter dem Stein, also niederzerschmettert worden, zermalmt worden ist, sind, ja? Weil sie kamen ja nicht um, ja? Also, oder kennt ihr eine Zeit, wo sich das Ganze ereignet hat? Also die Juden haben ja Angst gehabt, haben ja zu Pontius Pilatus ihn gebracht und haben halt beigetragen, dass er umgebracht wird. Und dieser Stein, wenn das Jesus ist, wieso hat er nicht die zermalmt, die Juden, die draufgefallen sind und unten geblieben sind? Ja, nach Vers 44 in Kapitel 21 Matthäus. Habt ihr sowas wahrgenommen? Nein. Darüber hinaus kann Jesus das auch nicht sein, weil nach Johannes Kapitel 12 sagt Jesus, und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Also, Jesus kann wiederum nicht der Stein sein, weil er wird ja über die Erde nicht richten, ja, über die Welt nicht richten. So. Also, das waren jetzt drei Argumente dafür, dass es Jesus nicht ist, weil hier die Christen behaupten, dass mit dem Stein Jesus gemeint ist.